Ich war sehr zufrieden. Im Endeffekt haben wir wirklich von der ersten Minute an ein gutes Spiel abgeliefert. Wir haben auch immer wieder spielerische Elemente gehabt, haben über Flachpass versucht, auch das Spiel in den Griff zu bekommen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Und wir haben auch gut darauf reagiert, dass Chemnitz eben mit vielen langen Bällen agiert hat. Das haben wir sehr gut gelöst. Ich glaube, es war eine hohe Nervosität auf beiden Seiten. Das ist ja auch für die Jungs insgesamt was Besonderes. Wenn man die Tore auch sieht, glaube ich, sind sie durch grobe Fehler entstanden. Auf beiden Seiten. Von daher ist die Niederlage, glaube ich, darauf zurückzuführen. Wir wollen unser eigenes Spiel durchbringen, genauso wie auch heute. Wir werden sehen, wie der Gegner agiert. Sollten sie jetzt anfangen zu versuchen, einen vernünftigen Spielaufbau zu betreiben mit viel Flachpassspiel, dann wissen wir, wie wir darauf reagieren müssen. Sollte das ein ähnliches Spiel werden wie heute, dass eben viel beim Kampf geht, über den zweiten Ball, über lange Bälle, dann sind wir auch gut vorbereitet. Und für uns zählt natürlich nur das Ergebnis. Das ist klar. Also, ein Unentschieden oder ein Sieg sind wir weiter. Und bei einer Niederlage muss man gucken, wie es dann ausgeht. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass wir fußballerisch besser sind, ja, dass wir besser auftreten. Das ist uns nicht gelungen, muss ich sagen. Das ist natürlich auch eine durch den Gegner geschuldet, die das gut gemacht haben, dadurch dann auch verdient in Führung gegangen sind. Wir haben gehofft, dass wir es dann hinten raus noch ausgleichen können. Ist uns nicht gelungen, jetzt haben wir das Rückspiel. Mal schauen.